So. Und da ist sie auch, die Priesterin. Kind visitor. I am not the only being born of dark. You will face hardship like no other. Take this. My sisters are as a thick dark. Their lust for souls insatiable. May you find the will to resist their desires. So, Seele des stummen Orakels. Go on, kind visitor. May you reach your journey's end one day. Go on, may you... Gut. Damit haben wir auch das hier abgeschlossen. Fehlt nur noch eine Sache, da sind wir auch mit den DLCs durch. Aber bevor ich das mache, wir haben da unten wieder Seelen. Die werde ich allerdings jetzt nicht für Level-Ups ausgeben, weil wir haben schon recht gut Level-Ups. Erstmal werde ich Zeug wegpacken. Also, wir haben Seelen des Weißen Königs. Die Seele des Weißen Königs von Eleum Lois. Der stolze Weiße König war barmherzig und verschrieb sich dem Schutz seines großartigen Reiches, bis er von den Flammen des Chaos verschlungen wurde. Mit der besonderen Seele dieses großen Königs können mehrere Seelen erworben oder etwas Kostbares geschaffen werden. Dann haben wir noch die Seele des stummen Orakels. Seele von Alsana, dem Orakel von Eleum Lois, die in stiller Wachsamkeit betet. Dieses Kind der Finsternis verschreibt sich aus Ehrfurcht vor der Apokalypse einem Ritual zur Beschwichtigung der tobenden Flamme. Mit der wundersamen Seele dieser Augurin der Furcht können mehrere Seelen erworben oder etwas Kostbares erschaffen werden. Ja, und wir hatten ja schon Finsterseelen, also das da sind nur Splitter. Also keine richtigen Finsternisseelen. Man sieht es an den Seelenfragmenten halt. Dass sie was Besonderes sind oder einfach nur gewöhnliche Seelen, sag ich mal. Also letzter Riese, Verfolger, Drachenreiter und so weiter sind alles normale Bosse gewesen. Dann natürlich die Sünderin, der alte Eisenkönig, der verkommene und der uralte Drache, also nicht, wo ist sie denn? Genau, Freya, also die Spinne, die wir besiegt haben, war ja nicht die Fürstenseele selber, sondern der uralte Drache war die Fürstenseele. Der Riesenfürst hat eine mächtige Seele und vom Weißen König haben wir eine mächtige Seele erhalten. Velstad und der Rauchritter hatten Seelen, die vom Finsternis durchdrungen wurden, deswegen sind sie so schwarz. Und ja, diese drei Seelen hier sind wirklich finstere Seelen. Nicht mal der Drache, wenn ich ihn genau sinn, ist eine Finsterseele. Er hat eine normale Seele gehabt. Also einmal Untergangskönigin Elana, die haben wir in Shulva unten besiegt. Seele der Untergangskönigin Elana, die neben dem schlafenden Drachen des ewigen Heiligtums ruht. Dieses Kind der Finsternis begleitet den Drachen und sammelt Seelen für den bevorstehenden Tag der Rache. Und sie war die Augurin des Zorns. Dann Aschebraut Nadalia, die haben wir ja im... Ihre Seelenfragmente haben wir ja im Nebelturm gesammelt. Seele der Aschebraut Nadalia, die ihren Leib aufgab und den Nebelturm durchstreift. Im Tams nahm die Aschebraut eine räuchernde Gestalt an und lockte die Menschen in ihre Residenz. Und so wurde ihr Machtsitz schließlich als der Nebelturm bekannt. Sie ist die Augurin der Einsamkeit und jetzt hatten wir noch die Augurin der Furcht. Ja, also drei der Finsterfragmente haben wir schon mal eingesackt. Gut. Schwindende Seele. Wir haben sehr viele Prismasteine und ein paar glatte seidige Steine. Das machen wir aber später. Ich möchte jetzt erst einmal nach Majula. So. Jetzt kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wenn wir eine neue Seele benutzen. Passiert? Nichts.
Also die waren wirklich nur für dieses Event da. Oh, nebenbei, wir haben ja noch ein paar Gegenstände, nämlich die Lois-Ausrüstung. Nehmen wir mal kurz die Ritterrüstung. Die Rüstung eines Ritters aus Lois. Die Ritter aus Lois sahen sich als Wächter des Landes. Sie stürzten sich tapfer in die Tiefe des Chaos, nur um nie mehr zurückzukehren. Die wenigen, die überlebten, verblieben in Eleum Lois, nun von Eis bedeckt und erwarten den Ruf ihres Meisters. Ja, die haben wir ja gerufen. Und natürlich die Krone des Weißen Königs, also des Ivory Kings. Krone des Weißen Königs, der einst dieses Land regierte. Hoch im Norden baute ein König eine große Kathedrale, um die tobende Flamme zu besänftigen. Doch als er den Verfall seiner Seele spürte, verschwand er ohne ein Wort und hinterließ alles Alsana, die ohne jemandes Wissens an seiner Seite Platz gefunden hatte. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. So. Ich möchte jetzt bitte kaufen. Inidama. Die Ausrüstung des Weißen Königs möchte ich kaufen. Denn die kann man wirklich nur kaufen, wenn man das mit den 50 Lois-Seelen gemacht hat. Ansonsten steht diese Rüstung nicht zur Verfügung. So, alles andere ist egal. Wobei, wir könnten auch noch die Sünderinnen-Rüstung mal kaufen. Dann haben wir die auch mal. Thanks for the purchase. Und ja, ich bin ein kleiner Sammelfreak, das gebe ich zu. Jedenfalls in Dark Souls. So. So. Gut, jetzt reisen wir ins Schloss Dragonlick zum Königstor, denn ich musste jetzt nämlich zu Chancellor Villager, also zum Kanzler zurück. Denn der ist der Einzige, der Reparaturpulver verkauft. So, hier ist es ein bisschen dunkel. Ja, ich habe dich schon hinter der Türe lebendig werden gehört. Syans Rüstung, die brauche ich nicht wirklich. Egal. Hallo, Kanzler. Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. The King of Giants. How did you slay that behemoth? Incredible. Now, take these. Das habe ich übrigens auch vergessen, wenn man den Giant King erschlägt, also den König der Riesen, kriegt man vom Velaga ein paar Sachen geschenkt. Nämlich das gesamte Levelin-Set, inklusive Waffen. The king had a dear queen. Long ago, the queen, she, the ja, king. Und das kennen wir alles. So, ich hätte gern Reparaturpulver. 17 Stück. Danke dafür. Komm, kaufen wir ihm noch die Sachen ab. Jetzt kann ich hier eben nicht mehr den, den festigenden Knöchelring abkaufen, wenn ich schon mal hier bin. Ärgerlich. Ja, und der verkauft Sachen, die ziemlich komisch sind. Also all diese Ausrüstungsgegenstände, die jetzt ausgegraut sind, weil sie zu teuer sind, die sind richtig so lala. Gone so soon. Be safe on your
So. Welcome, Argen. Tell me. Dann können wir auch den festigenden Knöchelring kaufen. Können wir nicht. Gonzo, be safe. So. Jetzt können wir ihn kaufen. Welcome, Argen. Tell me. Gut. Gonzo, be safe. Und ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, hier in dem Raum spawnen im New Game Plus zwei Pursuer. Also zwei Verfolger, die man gleichzeitig bekämpfen muss. Die droppen dafür aber auch einen sehr, sehr mächtigen Ring, wenn man sie besiegt hat. Gut. War da was? Wir gehen zum Leuchtfeuer zurück. Schauen uns mal kurz die Ausrüstung an, die wir da bekommen haben. Also ja, festiger Knöchelring plus 1. Ich habe schon den plus 2. War unnötig, den zu kaufen. Egal. Alles andere ist in Ordnung so. Levelin. Levelin-Rüstung. Mit seltenem Gelstahl verstärkte Rüstung gehörte einstmal Kanzler Wellager. Hochwertige Ausrüstung, die sowohl leicht als auch stabil ist. Von Levelin, dem Meisterschmied des Schlosses, gefertigt und nur wenigen Auserwählten ausgehändigt. Levelins Werke lassen sich in ihrer Schmucklosigkeit mit Leichtigkeit erkennen. Er konzentrierte sich voll und ganz auf Schlichtheit und Stärke. Ich könnte mal gucken, wie man die upgraden kann. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Königsdolch. Ein aus seltenem Gelstahl hergestellter Dolch mit einer ungewöhnlich langen Klinge. Gelstahl war eine wertvolle Legierung aus dem Land Myra, deren Zusammensetzung lange von Fremden geheim gehalten wurde. Vor Fremden. Aber nur bis König Vendri, Kanzler Wellager, befahl, dem begabten Schmied Levelin eine Lizenz auf Lebenszeit auszustellen, kostet es, was es wolle, um die seltene Legierung in Dwenglik einzuführen. Espada Ropera, Stoßschwert von Kanzler Wellager, aus seltenem Gelstahl geschmiedet. Ein Meisterwerk des großen Schmieds Levelin, das er als Geschenk mitbrachte, als er von Myra nach Dwenglik ging. Jo, und Schwerter. Also nochmal kurz zum Majula zurück, weil ich will da auch noch schnell was abholen. Bevor wir uns dann dem letzten Akt des DLCs widmen. Hallo. You need my help, do you? You have died many times, yes. I understand. Here, these are for you. So, may wenn wir mehr you on your travels. Wenn wir mehr als 100 Mal sterben, gibt er uns den Hartstahlring. Plus 1. Und wir haben schon, das sind 1.179 Millionen Tode weltweit. Todstellen, ja. Buchstaben sind bis zur Unkenntlichkeit zerschlissen. So. Oh, ach ja, ich wollte gucken, was man braucht, um die Levelin-Rüstung abzugraden. I'd give you up. Verstärken. Glitzerndes Titanit.